Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, ihr seid super gespannt, was das heute wird. Deswegen verrate ich euch das mal heute, mal am Anfang, was es heute wird. Und zwar ein Seemann. So soll er vielleicht mal aussehen oder anders. Muss man ja nicht immer gleich machen. Der ist schon mal fertig. Und jetzt geht es los. Wir brauchen heute eine Form. Im Idealfall ist es so eine Gipsform. Wenn du sowas nicht hast, dann nimmst du eine Styroporform, eine Halbkugel und legst eine Tonplatte rüber. Dann können wir das genauso machen wie mit dem, was wir jetzt hier machen. Oder du nimmst eine runde Schüssel aus der Küche, ne, eine Müsli-Schale, die aber hier innen schön rund ist, ohne großen Absatzrand. Legst da ein Tuch rein oder Küchenkrepp und drückst dann den Ton da rein. Ich nehme aber diese Gipsschale, die hat sich bewährt. Und extra für euch messe ich mal den Durchmesser aus, dass mir keine Fragen und Klagen kommen. Ne? Ich ziehe mal hier das Maßband drüber und sehe ganz eindeutig, ihr seht es jetzt auf dem Kopf, 15 cm im Durchmesser. Viel größer ist schwieriger, viel kleiner ist zu fummelig. Deswegen ist das die perfekte Größe, um einen Seemann in dieser Größe rauszubekommen. Es muss natürlich auch kein Seemann sein, es kann auch alles andere mögliche sein, also andere Männer- und Frauenfiguren. Nichts ist unmöglich, da sind der Kreativität wie immer keine Grenzen gesetzt. So, wir machen jetzt, ich mache jetzt den Grundkörper fertig. Dazu brauche ich diese Form. Ich habe hier Ton von der Firma Karl Jäger. Es ist 9GS Ton. Der hat grobe Schamotte und viel Schamotte. 35% Schamotte. Anteil und Körnung bis zu 2 mm, glaube ich. Das steigt hier ab. Jo. 35% weißbrennend bis zu 2 mm groß, die Schamotte. Ne? So, wenn du nicht den Ton hast, sondern einen anderen Ton nimmst, macht nichts. So, ich nehme hier immer so kleine Klümpchen und schmiere die, drücke sie in die Form rein. Der Ton ist schön weich. Ich nehme deswegen kein Wasser. Wenn ich jetzt noch Wasser benutzen würde, wäre das viel zu schmierig und es würde viel zu lange dauern, bis das wieder rausgeht. Wichtig ist hier dieser schöne Rand mit einer Wandstärke, komplett generell die Wandstärke, so ein halber Zentimeter, nicht dicker, ne? Aber am Rand soll das so aussehen. So, ich nehme wieder ein Klümpchen und lege den hier so ein bisschen überlappend an. Drück ihn ran und schmier das gleich fest und verbinde. So. Immer schön den Druck der Form nutze ich aus, da das auch schöne halbe Kugel wird. Immer kreuz und quer in alle Richtungen streichen, dass sich das gut miteinander verbindet. Soll ja später auch halten und nicht auseinanderfallen. So, und dann mal den Boden ausfüllen. Und immer schön streichen. Ich nehme mir die Finger über Kreuz und dann kann ich schön mit diesem Mittelfinger, mit der Fläche, kann ich streichen. Und habe so eine stabile Hand, dass ich hier nicht abrutsche und dass ich genug Druck habe, nicht zu wenig, dass ich das gut steuern kann. Hat sich bei mir so bewährt. Vielleicht macht ihr das anders. Viele Wege führen nach Rom. Kennt ihr ja, ne? So, ran damit. Noch ein Flatschen. Und noch ein Flatschen.
Nach meiner Erfahrung ist das nicht so günstig, wenn man so sehr, sehr große Flatschen nimmt. Es soll ja, vielleicht kommt der Gedanke auf, ja, ja, wenn man jetzt größere Flatschen nimmt, ist man vielleicht viel schneller damit. Aber ich finde es ein bisschen unsicherer, sage ich es mal so. So habe ich doch mehr Verbindungsflächen, Verbindungslinien ringsherum. Und wenn ich so große Flatschen nehme, dann ist das vielleicht zu wenig. Und dann lässt sich das später schlechter verbiegen. Ist nur meine Erfahrung. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen. Und zu kleine Flatschen wiederum würde ich auch nicht nehmen, weil das dann ewig dauert, ne? So. Ich bleibe hier am Rand auch möglichst in der Form und schmiere das nicht nach außen rüber, ne? Immer schön hier in der Form bleiben. Umso sauberer wird das Ergebnis. So. Jetzt fülle ich hier die Restflächen noch aus. Sind nur noch ein paar Randstücken. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob man unten anfängt oder irgendwo am Rand oder mit einem Mank. Das ist schiedegal. Immer rein damit und ordentlich verschmieren. Das ist wichtig. Geübte Hände können natürlich auch eine Tonplatte ausrollen und die dann hier einformen. Das kann ich nicht machen, da habe ich keine Übung drin, aber ich habe schon gesehen, dass Kollegen das auch so machen. Da muss jeder sehen, wie er klarkommt am besten, ne? Ich habe hier, ich kann das so am besten. Da fehlt noch ein kleines Fitzelchen am Rand. So. Und das letzte Stückchen, noch so ein längeres Randstück hier, schmaler Randstreifen. Also ich drücke den Daumen hier oben rauf, um einfach in der Form zu bleiben und ziehe das, was zu dick ist, hier unten rein und verteile das schön. So. Die Müsli-Schale wäre schon mal geschafft. Natürlich nicht so schön jetzt. Sollte es bei einer Schale bleiben, kann man jetzt noch ganz viel Zeit damit aufwenden, diese von innen schön zu glätten, dass sie ordentlich sauber geht später mal. So, das ist jetzt aber nicht so wichtig, dass das alles schick und schier ist, weil wir klappen das gleich zu. Also ich klappe das zu und dann kann da niemand mehr reingucken in die Form, wie es innen aussieht. Wichtig ist nur, dass es zusammenhält. So, jetzt hole ich das hier raus und löse einmal den Rand ringsherum, schiebe den so ein bisschen nach innen. So, dann baue ich mir hier so einen Stempel aus einem Klumpen. Ich kann hier gut festhalten und habe hier so eine flache Fläche. Die drücke ich da jetzt ran an die Wand. Und ohne Geräusche, also nicht ranballern, sondern vorsichtig andrücken, einen Moment ansaugen lassen und abziehen. Und das Ganze mache ich so lange, bis die Schüssel hier am Stempel kleben bleibt und ganz einfach rauskommt. Ich muss den Stempel nochmal nachformen. So. Abziehen. Ohne Geräusche. Das kann je nach Feuchtigkeit der Form oder des Materials, des Tons, auch mal etwas länger dauern. So, jetzt kommt sie raus. Stempel kommt wieder in die Tüte.
Und nun habe ich hier so eine schöne halbe Schüssel. Nee, eine Schüssel. Keine halbe, eine ganze Schüssel. So, die Form stelle ich jetzt mal irgendwo hin, wo sie nicht stört. Am besten hier. Ja, gut. So, den Ton kann ich auch wegpacken. Ich wechsle gleich die Sorte. Das war ja jetzt dieser grobere Ton mit dem grobkörnigen Schamotte. Und später geht es dann mit dem feineren Ton weiter, weil der einfach etwas filigraner zu verarbeiten ist. So, diese halbe Kugel, die führe ich jetzt, die klappe ich hier so zusammen. Vorsichtig, immer Stück für Stück. So. Ich würde empfehlen, hier einmal den Rand aufzurauen. Nass, das Aufgeraute. Und führe das Stück für Stück zusammen. Und zwar so, dass die Kanten so aneinander liegen. Nicht, dass die Kanten hier oben sind. Ne? Nicht so greifen, sondern so zusammenschieben. So. Wenn das jetzt hier ein bisschen aufgeht, keine Panik kriegen, das geht alles wieder weg. Ne? Das wird alles zurechtgekloppt und zurechtgeschmiert. Nicht verzagen. So. So sieht das jetzt erstmal aus. Und ich nenne diese Form Zäpfchen. Ich nehme das Messer und ziehe das so schräg von links und rechts kommend über die Naht, über die Kanten, dass ich das glätte. Schräg zueinander ist ganz wichtig, weil wenn man so gerade rüber geht, dann ist das nicht sicher genug. So. Und ich hatte ja gesagt, so die Kugel hatte einen Durchmesser von 15 cm. Und das liegt jetzt eben auch so gut in der Hand. Wenn das jetzt größer ist, ist das natürlich etwas unhandlicher. Und wenn es kleiner ist, ist das zu fummelig. Für meine Hände jedenfalls. So. Jetzt seht ihr überall noch diese Biegelrisse. Die schmiere ich jetzt auch zu mit dem Messer. So. Geht ganz gut. Beinahe daneben gegriffen. So, hier nicht zu zaghaft, ruhig was an der Oberfläche bewegen. Das Ziel ist es, die Oberfläche zu glätten. Die Oberfläche auch noch mal zu verdichten. Dort wir einen schönen glatten Mann kriegen, ne? Oder Frau. Oder was ganz anderes. Das kann ja jetzt noch so viel werden. Aber ich mache heute einen Seemann. So, jetzt klopfe ich hier noch mal mit dem Pfannenwender ringsherum. Beim Klopfen ist es wichtig, dass das hier nicht zu nass ist, die Fläche, und dass das Ding hier natürlich, der Klopper, auch trocken ist. Feucht wird er von ganz alleine. So. So sieht das nun aus. Ziehe ich nochmal mit dem Gummi rüber, mit der Gummilippe, dass die Oberfläche schön glatt wird. Mit wenig Druck ansetzen, während des Zugs den Druck etwas verstärken und am Ende den Druck wieder nachlassen. Bei mir geht das automatisch
Und das war gar nicht so leicht, das jetzt in Worte zu fassen. Ne? So. Aber ich will ja nicht die Form verändern, deswegen ist das auch mit dem Druck nicht so ganz unwichtig. Es soll ja dieses Zäpfchen bleiben. So. Jetzt gucke ich nochmal so, ob es im Querschnitt auch einigermaßen rund ist. Jawohl, hat geklappt. Hier kann ich mal ein bisschen nachkloppen. So. Ne? Also, jo, ist rund. Das soll ein Mann werden. Hier unten den Zipfel, also irgendeinen von beiden, schneide ich jetzt ab. Waagerecht. Zipfel abgeschnitten. So, jetzt habe ich hier unten ein Loch drin. Und jetzt bereite ich das vor, dass da später die Füße rankommen. Na, jetzt steht. Jawohl. So, jetzt ziehe ich hier so eine kurze Fingerrille unten rein. Das sind die angedeuteten Beine. Hier ist die Rille. Von unten sieht es jetzt hier so aus, hat hier eine Kerbe. Und das gleiche mache ich auf der gegenüberliegenden Seite auch. Eine Fingerrille. So. Und dann entsteht hier in der Mitte so was wie eine 8. Ne? So rum. Es soll nicht so aussehen wie eingedellt und eingekerbt, deswegen möchte ich gerne, dass es wirklich hier so rund abgeht, an der Seite rund weggeht, beidseitig, ne? Dass das so ein bisschen Profil kriegt, nicht nur einfach so ein eingeritzter Schlitz da ist, sondern wirklich die Form ein wenig verändern. So. Unten, vorne und hinten. Ein Schlitz, so ungefähr ein Drittel lang von der Form oder ein Viertel. Ungefähr, ne? Ja. So, jetzt stelle ich den hin und hoffe, dass er hier stehen bleibt. Mit Gefühl natürlich. So, drück hier nochmal nach. Okidoki. Ich stelle ihn mal hier an die Kiste ran. Hier an diese Kiste. Ne? Da er jetzt nicht umfällt. Vielleicht stelle ich noch das Brett dahinter. Ein bisschen verrücken hier. So. Nur als Standhilfe, weil ich jetzt noch ein bisschen am Tisch rumwackel. So, gut. Jetzt mache ich nämlich die Füße, dass er gleich mal stehen kann. Ne? Für die Füße nehme ich mal den feineren Ton. Das ist jetzt 9M von Karl Jäger. Der hat auch viel Schamotte, was wichtig ist für Aufbaukeramik und für Raku sowieso, fürs Raku-Brennen. Ne? M von Karl Jäger. So, ich nehme mir eine Menge Ton. Das ist jetzt eine gute Handvoll. Kann die Finger rumlegen. Das teile ich durch zwei.
in etwa gleiche Teile. Wer es ganz genau machen möchte, muss es abwiegen. Ne? So, das knete ich jetzt einmal schön durch, dass das schön weich und geschmeidig und gut formbar ist. Hab die Finger ein bisschen nass gemacht. So. Und jetzt drücke ich mir zwei so eine länglichen Eier zurecht in der Hand. So, und roll das übers Brett. Da habe ich ein kurzes, dickes Rübchen. Und das gleiche mache ich dann mit dem anderen Stück auch. Bisschen in die Länge drücken, leicht eierig, also ein dickes und ein dünneres Ende. Übers Brett rollen. Wunderbar, sind beide in etwa gleich lang, ne? Jetzt mache ich hier hinten das schmalere Ende schön rund und vorne das breite Ende auch. Und drücke mit der flachen Hand da vorne rauf, aufs Vorderteil, aufs dicke Teil. So. Einmal kurz so schräg runterdrücken, dass das ein bisschen breiter wird vorne. Ein bisschen breiter und ein bisschen platter, ne? Zum Vergleich, so. Jetzt mache ich das natürlich nochmal. Erstmal hier die Enden schön rund machen. Auch die Ferse. Und mit dem Handteller raufdrücken. Jo, das geht. Zweimal das gleiche gemacht, ne? So, jetzt kommen die hier zusammen. Ich drück vorsichtig das zusammen. Das ist einfach Stand. Sicherer, wenn die Füße zusammen sind, wenn man nicht jeden Fuß extra hat. Er hat die Füße unten zusammen. So, muss ich das vom Brett hier abkriegen? Genau. Das ist jetzt die Unterseite und die werde ich jetzt miteinander verbinden. Wer sicher gehen will, kann zwischen den Füßen auch nochmal aufreißen. Aber ich mache das so. Ziehe hier so eine Treckerspur rüber. Mit einem feuchten Finger mache ich das glatt. Und immer schön rüber über die Mitte. So. Mit dem Pinsel streiche ich hier nochmal die Ritzen nach. So. Dann sieht das nicht so unvollendet aus. So sieht es jetzt von unten aus. Mache ich mal Probe sitzen. Ja, passt wie angegossen, ne? Wie füreinander geschaffen. So. Ich nehme es gleich wieder weg. Drehtelle, Brettchen, Füße, Körper. So. Jetzt nochmal Probesitzen machen. Mal gucken, ob die Fersen hinten nicht zu lang sind. So. Und vorsichtig mal runterschieben den Körper. Ganz vorsichtig. Es geht jetzt nur darum, um hier einen Abdruck zu bekommen, damit ich weiß, wo sich das jetzt verbindet. Dann hier alles aufreißen, alles, was ich verbinden soll. Richtig schön aufrauen. Hier unten auch.
Wasser betupfen. Und wieder raufdrücken vorsichtig. So. Eine Hand am Körper und eine Hand am Arbeiten. Ich schmiere jetzt vom Schuh, ich habe mich entschieden, er kriegt Schuhe an, vom Schuh was nach oben und von der Hose hier was runter. Mit dem kleinen Modellierhölzchen lässt sich das ganz gut machen. Immer so im Wechsel, mal was draufschieben, mal was runterschieben, aber auf jeden Fall das Material bewegen. Also mit Gefühl, aber nicht zu zaghaft. Es soll ja später auch halten zusammen. So, eine Runde rum. Sieht nicht schön aus, ne? Deswegen kommt jetzt noch eine kleine Sicherungswurst rum. Eine ganz kleine, feine. Schön vorrollen. So, das ist zu viel. Also richtig schön zart, klein. Und rund und weich. Je größer, je dicker die Wurst, umso beschissener lässt sich das natürlich ranschmieren. Deswegen kleine, feine, sehr filigrane Wurst. Die wird jetzt hier schön reingedrückt in den Spalt zwischen Schuh und Hose. Schön mit dem Finger nachdrücken. Wenn der Finger zu groß ist, dann gerne auch mit dem Hölzchen. So. Was zu viel ist, wird weggekniffen. Und jetzt drücke ich mit dem Hölzchen die halbe Wurst, schmiere ich zum Schuh und die andere Hälfte nach oben zur Hose. Das ist eine Sicherungswurst, die das Ganze hier sichert. Brauchen wir später nochmal eine. Und dann lässt es sich auch schöner später, also es sieht schöner aus, weil einfach ein bisschen mehr Material zur Verfügung steht, um es glatt zu pinseln. Also, ich wiederhole nochmal, die halbe Wurst nach unten schmieren zum Schuh und die andere Hälfte nach oben zur Hose. So, jetzt gehe ich mit dem feuchten Finger nochmal lang. Ich finde das immer ganz gut, wenn ich mit dem Finger überall die ganzen Verbindungen, wenn ich das immer so spüren kann, wenn ich den Finger da so lang führen kann, dass er keine Ritze und Spalte spürt, wo keine sein muss. So, wo der Finger nicht hinkommt, hier zum Beispiel in der Ecke. Da muss das Hölzchen denn ran. Und solange das richtig schön weich ist, der Ton hier, die Wurst, kriegt man das jetzt auch gut mit dem Pinsel. Mit dem Borstenpinsel, der nicht zu nass sein sollte. Ich streiche den hier immer so ein bisschen trocken auf dem Brett. Und dann kann ich das schön
schön bürsten. Ja, damit komme ich hier auch schön rein. Dass es hier kontrastreich ist. Mangte Beine. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Das dauert natürlich. Und das ist ja hier alles so, wie es wirklich auch ist in meiner Zeit. Ne? Da ist hier jetzt nichts vorbereitet und geschönt und schnell mal hier und schnell mal da. Das entsteht jetzt alles für mich, zumindest live. Für euch nicht. So. Mal gucken, ob es... Ja. Ich hebe ihn mal an und gehe nochmal mit dem Pinsel lang. Dann sieht man im anderen Licht, sieht man noch Sachen, die... die schöner werden können. So. Wenn ihr jetzt meint, die Füße, die Schuhe sind viel zu klein, könnte man sie jetzt noch ein bisschen vergrößern. Eine Möglichkeit ist, von hier unten mit dem Finger reingehen, hier ein bisschen aushöhlen, dann werden die vielleicht ein bisschen länger. Und die zweite Möglichkeit ist, vorne noch was anmodellieren, dann können die auch noch größer werden. Wenn er barfüßig sein soll, dann müssten wir jetzt hier Zehen reinmodellieren. Aber das dauert. Das dauert, da haben wir mit den Händen nachher schon genug zu tun. So. Deswegen Schuhe. So. Er steht. Steht wie eine Eins. Jetzt kommen die Arme. Ich stelle entweder beiseite hier. So. Jetzt stehe ich auch ohne Stütze, ne? Und bereite jetzt etwas für die Arme vor. Ich nehme mir wieder ein Stück Ton. Ungefähr genauso viel, wie ich für die Füße hatte. Also eine schöne Handvoll. Teil das durch zwei. Knete es schön geschmeidig mit ein bisschen Wasser. So, die Arme werden jetzt keine kurzen, dicken Rübchen, sondern etwas schlankere, längere Rübchen. Roll ich hier aus. So, eins. Und Nummer zwei. Jo, Augenmaß wie verrückt. So, ich drücke wieder wie vorhin beim Schuh mit der flachen Hand auf das dicke Ende. Das werden die Hände. Nein, wie poetisch. So, dann habe ich hier so eine fast Löffelchen. Ne? Also hier vorne flach. Mit der flachen Hand am besten, wenn ich den Daumen nehme, habe ich da so eine Daumendelle drin. Das will ich ja nicht, ne? So, platt drücken. So. Das werden die Hände dran an den Armen gleich. Jetzt werde ich die Arme positionieren. Der kann jetzt vielleicht was machen. Er kann die Hände an die Hosennaht nehmen oder eine Hand gebeugt halten, um was festzuhalten. Eine Angel zum Beispiel. Ja. Als erstes knicke ich mal hier so ungefähr da so den Ellenbogen. Das wird ein Ellenbogen. Stück für Stück und schiebe das auch wirklich schön hin mit den Fingern, der nicht aussieht wie ein Krückstock, sondern wirklich ein schöner Ellenbogen entsteht. So. Dort ist eine Hand. Ein Arm gebeugt und der zweite Arm kriegt nur eine leichte Beuge. Entspannte Haltung, ne? Nichts hier mit Hände an die Hosennaht, nein. Eine leichte Beuge, aber ich forme hier schon den Ellenbogen auch so ein bisschen spitzelig hin. So.
gut. Ich fürchte, hier ist der Unterarm ein bisschen lang geworden. Ich muss da noch mal ein bisschen richten, noch mal den Knick ein bisschen verschieben. Ne? Solange das weich ist, ist das ja alles veränderbar. Soll ja auch am Ende schön sein und gefallen. Und das würde mir nicht gefallen, wenn da hier der Unterarm von dem einen Arm länger ist als auf der anderen Seite. Oder überhaupt proportional zu lang, für meine Begriffe zumindest. So. Super. Zwei Arme. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn die da rankommen. Ich mal zur Seite legen. Nein, ich lege sie gleich hier rauf aufs Brett. So. Und hole mir den Mann hier mal ran. Und positioniere die Arme. Das muss jetzt natürlich hier der rechte Arm sein. So. Der kommt hier so ran. Und die Hand biege ich gleich ein bisschen auf. Dann kann er später was in der Hand halten. Ne? Erstmal so aufbiegen. Und der andere Arm kommt da gegenüber. Muss ich einmal drehen und von vorne gucken. So. Der Einfachheit halber bleibt der so. Kann man natürlich jetzt mit diesen Armen alle möglichen Formen machen. Und ich mag es persönlich nicht so gerne, wenn hier so eine ausgearbeiteten Schulterpartien sind. Deswegen kommt das hier oben, also die Oberarme enden im Zipfel hier oben. Aber wer eine Schulter haben möchte, ne, der schneidet diesen Zipfel hier oben auch ab und klappt den zusammen. Dann ergibt sich wie von selbst eine Schulterpartie. Ganz einfach auch. Relativ einfach. So. Das kann auch jeder machen, wie er will. Ne? So, die Arme kommen da jetzt ran. Ich reiß erstmal an, wo sie hin sollen. Dann weiß ich, wo ich aufreißen muss. So, ganz grob. Einmal abmachen und alles aufreißen. Alles aufreißen, was sich verbinden soll. Lieber zu viel als zu wenig. Lässt sich alles wieder wegschmieren. So, alles nass machen. Und vorsichtig andrücken. Dass das Wasser schön aus der Ritze kommt, Stück für Stück andrücken, dann saugt das sich ein bisschen an. Und ich kann mit dem anderen Arm gleich das Gleiche machen. Wenn das Wasser hier runterläuft, am besten gleich verteilen, dass nicht hier unten alles zu weich wird. So, das war der eine Arm. Da kommt der andere hin. Alles wieder nass machen. So, wieder schön andrücken, vorsichtig, Stück für Stück, dass das Wasser ein bisschen aus der Ritze kommt. Und nun mit dem Hölzchen.
ein Stück vom Arm zum Körper schmieren, rundherum. Nicht zu zaghaft und keine Ritze entstehen lassen. Schön, dass man hier mit dem Finger lang fahren kann. Zumindest hier so hinten rum und unten rum. Hier vorne ist natürlich anders, wo die Hand so ein bisschen aufgebogen ist, da komme ich mit dem Finger auch nicht mehr rein. Aber überall, wo es geht, fahre ich schön mit dem Finger lang, dass ich da keine unnötigen Ritzen und Kanten habe. Wenn ich eine Linie haben möchte, eine Kontrastlinie, ziehe ich sie später rein. Na, jetzt geht es erstmal darum, das zu sichern, zu verbinden. Erst ranmachen und dann schön machen, ist meine Devise. So. Deswegen habe ich jetzt auch die Hände noch nicht fertig gemacht. Die mache ich hier am Körper dann fertig. So. Ja, hier haben wir die Schulter, die nicht da ist, weil ich das so möchte, aber kann man natürlich auch anders machen. So, hier komme ich jetzt mit dem Finger nicht rein, deswegen nehme ich den Pinsel. Und der Pinsel auch nicht zu nass, dass man auch ein bisschen den Ton damit bewegen kann. Wenn er zu feucht ist, zu nass, dann streichelt man die ganze Zeit nur an der Oberfläche rum. Das ist zu wenig, das reicht nicht. So, andere Seite auch. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. So. Finger wieder ein bisschen feucht machen. Und alles verwischen und verstreichen. Manchmal ist es gut, gar nicht hinzugucken, sondern nach Gefühl, dass man das wirklich auch schön spürt, ob da noch irgendwelche Beulen, Dellen, Ritzen und Rillen sind. Und dann wiederum sollte man doch wieder hingucken, ob alles in Ordnung ist. Ich denke, das ist akzeptabel jetzt. Ist mir der Unterarm noch ein bisschen zu dick. Schmier ihn ein bisschen nach. So. Ich sag mal, die Figur steht, ne? Der Winkel gefällt mir hier noch nicht so gut, aber da kann man später immer noch dran rumfummeln. Ich würde sagen,
Der Kopflose hier wird jetzt angezogen. Und ich beginne mit der Hose. Er kriegt zuerst eine Hose an, und zwar deutlich zu erkennen am Ausgang hier unten, Hosenbeine. Ne? Er könnte aber auch Stiefel bekommen, über die Hose gezogene Stiefel. Bei dieser Hosenvariante ist die Kante hier unten zum Schuh hin. Und bei der Stiefelvariante wäre die Kante natürlich weiter oben und in die andere Richtung. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so eindeutig war. Ich glaube nicht. Egal. Egal, ich mache wieder eine feine, geschmeidige, dünne Wurst. So geht das nicht. Ich muss ihn beiseite stellen. Gleich mal das Brett umdrehen. So. Eine sehr, sehr feine Wurst. Der Seemann wird jetzt angezogen und bekommt eine Hose an. Und da gibt es den Klamottentrick, nenne ich es mal. Ist bei Jacke wie Hose, ist ja alles gleich, ne? Oder ähnlich. Also man kann mit diesen feinen Würstchen jetzt ganz viel dekorieren und gestalten. Ich hole ihn mal wieder ran hier. So. Und ihr könnt jetzt auch eine Hochwasserhose ankriegen, ne? Aber nein, ich lass die Hose mal hier auf dem Schuh fallen. Ich fange hier in der Ritze an, lege diese feine, geschmeidige Wurst hier rum, drücke sie ein bisschen fest. So, ein Bein habe ich. Ich habe die Wurst geteilt, fange wieder hier in der Ritze an. Der Rest kommt zurück. So. Noch mehr Rest. So, schön da reingeschoben. So, und jetzt wird nicht die ganze Wurst verschmiert, sondern nur die halbe. Und je nachdem, was es werden soll, also bei mir wird es ja jetzt das Hosenbein, ne? Schmiere ich jetzt die halbe Wurst nach oben in Richtung Hose und unten soll die Kante bleiben als Hosenausgang, Hosenbeinöffnung. So, die halbe Wurst nach oben verschmieren. Und zwar, dass die Wurst als solches gar nicht mehr zu sehen ist, auch nicht als Dachrinne oder irgendwas, ne? Also schön schräg nach oben, dass der Finger hier wieder gut raufpasst, ziehen und nichts mehr von der Wurst, jedenfalls nach oben hin nichts mehr zu sehen ist. So, das wird die Hose. Und beim Stiefel wäre es genau andersrum. Da würde ich die Wurst weiter oben anlegen und die halbe Wurst nach unten schmieren. Dann hätten wir dann einen schönen Stiefelausgang. Oder Eingang. So. Mache ich das mit dem Pinsel noch schön. Kann man natürlich auch Umkrempelhosenoptik machen oder hier unten eine Naht noch ansetzen oder irgend, was weiß ich, was man da unten am Hosenausgang so haben kann. Hose hat er an. Ich ziehe hier nochmal die Brille ein bisschen nach. So.
wenn ihr jetzt merkt, dass eure Figur zusammensackt, ne? Weil das vielleicht noch zu weich ist hier, der Körper. Das kann passieren, wenn das eben anderer Ton ist, weicherer Ton ist oder wie auch immer. Oder ihr zu viel Wasser nehmt, dann ja, irgendwie in so ein Schaumstoffbett setzen, ein bisschen ruhen lassen und schon mal mit dem Kopf anfangen. Den zeige ich euch gleich. So, das mit dieser Klamotte, das kann man hier oben, oder ich wiederhole das dann gleich hier oben, als Ärmelabschluss, ne? Mache ich das genauso, so ein Würstchen ranlegen und zum Arm hinschmieren, nicht zur Hand, ne? Weil ich mir das mit dem Handgelenk ersparen möchte, die Arbeit, dass das da ordentlich aussieht, lege ich da ganz großzügig eine langärmelige Klamotte rüber. Also man könnte ihn auch kurzärmlich machen, aber dann würde ich sagen, mehr Arbeit mit der Hand hier, dass das ordentlich aussieht. Deswegen lässt sich das mit langärmlich ganz gut kaschieren. So als kleiner Tipp, ne? So. Aber das mache ich später. Habe ich ja nun gezeigt, an der Hose, wie es geht, und an der Hand, am Arm geht es genauso. Die Kragenöffnung geht dann auch genauso, ne? Und deswegen mache ich jetzt mal für euch mit dem Bart, mit dem Kopf weiter. Übrigens hat er hier den Pullover an und ich habe mich entschieden, einen langen Pullover zu machen, der über den Hosenbund geht. Dann spare ich mir auch die Arbeit mit dem Hosenbund, ne? Also hier eine Wurst dranlegen und dann schön nach oben schmieren und zack, fertig ist die Pullover-Klamotte, ne? Ihr könnt ihm natürlich auch ein Hemd anziehen oder was ihr wollt, ne? So die Hemdknopfleiste funktioniert auch mit diesen Würstchen. Alles das Gleiche. Kann jeder machen, wie er will. So, ich mache jetzt hier oben erstmal ein Loch rein. Hab den Zipfel abgeschnitten. Piek da einmal rein. So, da kommt der Kopf dann rauf. Das schon mal vorbereitet. Den Hals lasse ich mal auch weg. Der wird ja gerne mal zu lang. So, und der ist nachher sowieso nicht zu sehen, weil ja mein Seemann ein Rauschebart bekommt. So, ich biege aber hier die Öffnung ein kleines bisschen nach außen, ringsherum, dass der Kopf nachher schön da reingelegt werden kann, dass man ihn gut verbinden kann. So, richte ich die Figur nochmal. Super. Na, ich zeige nochmal, leicht trompetig hier nach außen gebogen, dass die Kopfkugel da schön versenkt werden kann drin. Naja, nicht versenkt, aufgelegt. Gut. Mann beiseite. Jetzt kommt der Kopf. Ich nehme wieder eine Menge Ton. Und meine Faustregel ist ungefähr, wenn ich jetzt diese Menge habe, wird der Kopf ungefähr so groß auch sein. Also der wird jetzt durchs Aushöhlen nicht entscheidend viel größer. So, dann kann ich hier nämlich hier schon mal Probesitzen machen. Könnte jetzt sagen, okay, passt oder ist mir zu lütt und nehme noch ein Bettendortau, ne? Mach ich mal. Ich nehme mal ein bisschen dazu. So. Und knete alles schön durch, dass das schön weich wird. Ich mache hier so einen Schneeball, eine Kugel zwischen den Händen geformt. Ordentlich drücken, je nach Festigkeit der Masse. Und das Wasser auch schön einarbeiten, nicht an der Oberfläche lassen. Also so lange jetzt drücken und kneten und drehen, bis es eine samtige Oberfläche ist und nicht mehr schmierig ist. So. Muss sich gut bewegen lassen, ohne dass es großartig an der Oberfläche reißt. So. Die Kugel liegt so zwischen den Fingern oder auf den Fingern, so. Und die Daumen sind oben drauf. Ich drücke da jetzt rein mit den Daumen. Legt das niemals nicht aus der Hand. Drücke und drehe und drücke und drehe. Und mache zunächst einmal eine Schüssel. Eine Daumenschale. Und
Ich achte darauf, dass das nicht so eine breite Öffnung bekommt. Also lass den Rand auch erstmal etwas dicker und arbeite mich erstmal hier rein in die Tiefe, da erstmal dünnwandiger wird. Erstmal immer schön rein mit den Daumen in die Tiefe und die Finger geben hier die Richtung, da das nicht zu breit wird. Ne? Immer schön hier so rein. Kompakt halten und fühlen. Es lässt sich eine Schüssel mit einem offenen, weit offenen Rand natürlich ganz schlecht zu einer Kugel verbinden. Ne? Das wird dann nachher wieder zugeschoben hier, dass das eine geschlossene Kugel wird. So, jetzt kann ich das in die Hand legen und mit feuchten Fingern hier schön entlang der Handfläche langfahren. Und mein Tipp ist es auch hier, nicht unbedingt hingucken, mehr das Gefühl entwickeln, dass das einigermaßen gleichmäßig ist von der Wandstärke her, dass ich nicht an einer Stelle mit dem Finger durchkomme und an anderer Stelle ist noch viel zu dick. Ne? Das geht ohne hingucken ganz gut. Vielleicht sogar besser. Ist nur ein Tipp. Müsst ihr nicht so machen. So, jetzt bin ich hier schön, habe ich schön von innen alles ausgehöhlt. Jetzt drücke ich den Rand noch ein bisschen zusammen und gehe gleichzeitig auch ein bisschen nach innen, dass die Öffnung sich schon mal ein wenig verjüngt. So. Streiche ich nochmal eine Runde mit dem Daumen hier lang von innen. Und die Finger sind natürlich außen. Immer Druck und Gegendruck, ganz wichtig. Und jetzt schließe ich die Kugel. Ich drehe es zwischen den Händen und schiebe den Rand zusammen. Wenn der Finger reinpasst, kann man noch entfalten. So. Und jetzt aufpassen, dass das Loch hier nicht reinfällt, also dass die Öffnung nicht im Tal sich verbindet. Also kompakt festhalten, so viel wie möglich die Kugel halten und die Öffnung hier zusammenschieben. So, bis da nur noch so eine kleine Puperze übrig bleibt und da streiche ich jetzt das Material mit den Fingern immer in die Mitte und über die Mitte, bis es keine Mitte mehr gibt, bis das Loch geschlossen ist. Hier empfehle ich auch, den Finger nicht zu feucht zu haben. Je trockener das jetzt ist, umso mehr Druck muss ich ausüben, was gut ist für die Verbindung. Sonst kriegt man die Falten nicht so schön weggeschmiert, ne? So. Ich habe eine hohle Kugel und werde jetzt noch einmal mit dem Pfannenwender rundherum klopfen. Einfach um diese Drückbeulen ein wenig wegzukloppen. Jetzt habe ich hier einen Popel dran, der macht Punkte in meine Kugel, das will ich nicht. So. So, jetzt wie ein rohes Ei behandeln. Und in Form bringen. Es muss jetzt nicht ganz kugelrund bleiben, der Kopf. Man kann ihn auch ein bisschen breit drücken oder birnig oder ein Eierkorb. Ich habe hier noch mal kurz mit meinen Löchern hier zu tun, die da durch den Popel an der Kelle verursacht wurden. So. Super. Ich erahne, dass hier meine Mitte war, also wo das alles zusammengekommen ist und das mache ich jetzt auch mal nach unten. So. Und ziehe hier so ein bisschen das ein bisschen eierig, dass er so ein bisschen Kinn und Hinterkopf bekommt. So. Mit dem Gummi nochmal rüber. Wunderbar.
Und jetzt mache ich mal Probesitzen. Guck mal, ob mir das von der Größe her gefällt. Jo, das geht, ne? So. Wenn das jetzt hier im Winkel ein bisschen, ja, rechtwinklig ist, das kriegt man nachher wieder verschmiert. Also erstmal ist es zum Arbeiten gut, dass der Kopf hier steht, ne? Deswegen hier Stellfläche. Ich mache jetzt gleich eine Nase ran und gestalte den ein bisschen, bevor er dann auf den Mann kommt. So. Bei den Gesichtern fange ich meistens mit der Nase an, weil das der Mittelpunkt, das Zentrum im Gesicht ist. Danach richtet sich meiner Meinung nach alles andere. Und ich entscheide mich jetzt mal ganz bewusst für eine riesige Riesennase. Eine tropfenförmige, dicke, fette Knollnase. Und mach mal hier so ein kleines Stück Ton zu einer Kugel und zu einem Rübchen. So. Dickes, fettes Rübchen. Kurzes. So, die soll jetzt hier ran, die Nase. Lässt sich so nicht so ideal verbinden, deswegen klopfe ich hier das schon mal ein bisschen platt, dass ich da ordentlich Verbindungsfläche habe. Guck noch mal, wo sie ran soll. Jawohl, jawohl. Da soll sie hin. Und da kommt sie jetzt auch hin. Alles wieder aufreißen. Nass machen. Andrücken. Und verstreichen. Untenrum auch richtig von der Nase was abschmieren zum Kopf hin. Die ist fett genug, da ist reichlich Material da. Und hier oben lässt sich das wunderbar zum Kopf hin verstreichen. Das wäre die Nase meiner Wahl. Natürlich kann man auch ganz andere Nasen machen, ne? Ob ich hier mit dem Finger überall schön lang komme. Es ist der Fall, wenn euch das hier zu labil vorkommt, ne, das hier, könnte man hier auch noch drum unter der Nase so eine Sicherungswurst anbringen. Und die, wie bei den Füßen, die Hälfte zum Kopf und die andere Hälfte zur Nase. Ich mache das im Bedarfsfall. Aber hier, die war jetzt wirklich fett genug, da brauche ich das nicht machen. Da war genug Material, um es da ranzuschieben. So. Oben drauf kommen zwei Augen. Ich mache zwei kleine Murmeln. Am besten parallel. Eins und zwei. So. Ich weiß schon, die sollen zusammen sein, sollen keine Lücke haben. So, drücke ich die beiden Murmeln hier auf dem Brett zusammen. Und reiße unten alles auf. Die Verbindungsfläche der Augen. Und die Stelle, wo sie hin sollen. Nass machen. Und andrücken. So, die Augen haben bei mir die Besonderheit, dass ich nur, ich halte sie hier fest, fixiere sie mit dem Daumen, dass ich nur hintenrum und an der Seite ein bisschen, nicht ein bisschen, aber ordentlich verstreiche,
also die Masse vom Auge zum Kopf schmieren und hier hinten, wo die sich treffen, auch so ein bisschen über die Mitte schmieren. Und vorne rum mache ich gar nichts, weil das ja so schön aussieht, wie es ist. Und da würde ich bloß was kaputt machen. Aber umso wichtiger ist es, hintenrum das ordentlich zu machen, dass sie nicht abfallen. So. Super. Jetzt kriegt er noch zwei Ohren. Ich nehme wieder ein Stück Ton, teile das durch zwei, mache zwei kleine weiche Murmeln draus. Noch ein bisschen streicheln hier so. Zwei schöne weiche kleine Kullermurmeln. So. Jetzt kommt's. Ich nehme den Finger, diesmal diesen hier, leg ihn auf die, zu drei Viertel bedecke ich mit dem Finger die Kugel, die Murmel, und ziehe den Finger hier runter. Mann, habe ich saubere Fingernägel heute. So. Und ziehe das hier so runter. Also schräg anziehen. Das gleiche mache ich mit dem anderen Ohr natürlich auch. So. Und jetzt mache ich Probe sitzen am Kopf. Da sollen sie hin. Jetzt sieht er ein bisschen aus wie Teddyohren. Das verändern wir nachher noch, ne? Erst ranmachen, dann schön machen. Alles werde abreißen. So, das lässt sich jetzt hier schön nach vorne ziehen. Völlig unsichtbar wird die Verbindung. So, das geht ganz einfach. Schön das Ohr fixieren und dann nach vorne ziehen. Hintenrum sieht es jetzt so aus. Da schmiere ich ein bisschen mit dem Hölzchen vom Ohr zum Kopf. Und schon sind die Ohren gesichert, ne? Die fallen jetzt nicht mehr so leicht ab. So. Pinsel ich das noch ein bisschen glatt. Und gleich zeige ich euch, wie man die Teddyohren vermenschlichen kann. Dafür müssen die aber schön angeschmiert sein, muss ordentlich aussehen, glatt und schier. So. So muss es aussehen. Jetzt kann ich hier mit dem Finger, also das heißt, ich kann das, natürlich kann ich das, aber ich empfehle. Ich drücke mit dem Finger so eine kleine Delle hier rein. So. Dann ist das Ohr schon mal nicht mehr ganz rund. Auf der anderen Seite auch. So.
Delle reingedrückt. Ne? Da. So, dann kann ich die Ohrmuschel noch ein bisschen aus, also vertiefen. Da gibt es verschiedene Hölzer. Also ich nehme jetzt mal das. Aber wenn die Ohren größer sind, kann man auch so ein schönes Murmelholz nehmen. Habe ich sowas zufällig hier? Ich schau mal in meine Zauberkiste. Jawohl. Mit dem hier. Aber dafür sind jetzt mir die Ohren, meine Ohren zu klein. Deswegen muss ich mich jetzt mal damit behelfen. Und drücke ich hier so rein. Und ziehe das hier. Also muss nicht so ganz rund sein, ne? Und drückt so lange an dem Ohr rum, bis es mir einigermaßen gefällt. Ja. Und mein kleines Ohrläppchen habe. Wenn das groß genug ist, kann man da später auch noch einen Ohrring reinmachen. Meins ist jetzt hier zu lütt. Jawohl. Pinsel gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Kann man mit so einem schmaleren Pinsel schön hier ins Ohr rein und das da schön auspinseln. Ja. Gut. Schon die Pupillen? Nee, ich warte mal noch ein bisschen. So. Ich glaube, ich setze ihm jetzt noch den Hut auf, ne? Und dann kommt der Kopf da rauf, ne? Ich denke, mal gucken. Jo, das ist schön stabil hier schon. Aber der Hut geht vorher noch auf den Kopf. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Wie immer gibt es mehr Möglichkeiten. Merere. Einfach eine Pudelmütze ranbasteln oder so ein Kapitänshut hier, ne? Na, so. Und das mache ich jetzt mal. Ich halte mir kurz beiseite den Kopf. Ich nehme mir mal ein Stück Ton, schönes weiches. Und mache jetzt ja, so ein Elbsegler, Kapitänsmütze, weiß nicht, wie man dazu sagt. Irgendwas mit Schirmchen jedenfalls. Erstmal mache ich mir hier so eine Walze. So. Rübchen, ne? Dickes Rübchen, nicht zu spitz. Also mehr so eine Walze, aber ein bisschen konisch. Ein Ende etwas breiter als das andere Ende. Das breite Ende klopfe ich jetzt hier. Hau ich auf Brett, dann wird er noch viel, viel breiter. So, ganz schön breit habe ich es jetzt gemacht, ne? Kopf beiseite. So. Hier oben drücke ich mal mit dem Finger rein, damit auch ein bisschen breiter wird. So, Finger feucht machen und einmal hier die Masse nach unten schieben. Das wird praktisch der Deckel. So. Jetzt biege ich hier die Kanten ein bisschen runter. Da seht ihr schon, wie die Form so langsam wie von selbst entsteht. Man braucht ja gar nicht viel machen, ne? Passiert alles von ganz alleine. So, ich nehme jetzt mal hier so ein dünnes Stäbchen und drück mal hier drehend eine Rille rein. Ja. Wunderbar. So sieht's aus. Mit dem Pinsel, den mache ich erstmal hier ein bisschen sauber, Pinselstiel, pieke ich hier mal ein Loch rein, nicht durchpieken, mittig reinpieken,
schön festhalten und ein bisschen ausleiern. So, ein bisschen umrühren, umrühren, Tee mit rum. So. Und das ziehe ich jetzt hier ein bisschen trompetig nach außen. So, könnte jetzt auch noch eine Kochmütze werden und alles andere mögliche. Wo ist denn mein Kopf? Den würde ich jetzt hier so raufsetzen. Wenn mir das hier zu lang ist, ich sag mal ja, schneide ich mal jetzt hier was weg. Und zwar so ein bisschen schräg. So, jetzt kann ich den so aufsetzen oder so rum. Mal gucken, was sieht denn wohl besser aus. Ja, ich denke mal so rum, ne? Dann kommt vorne noch ein Schirmchen ran. Muss ich noch ein bisschen Platz zum Auge lassen. So, würde ich das jetzt machen. Also wieder aufreißen. Das da. Wo es rankommt, aufreißen. Und weil die Mütze hier hohl ist durch das Loch mit dem Pinsel, kommt jetzt hier auch ein Loch rein, dass die Luft aus dem Hut in den Kopf entweichen kann. So. Schön durchpicken, bis Luft kommt. Wasser ran und anschmieren. Warum hatte ich das jetzt denn so? Ach, hoppla, ne? So, wieder vorsichtig andrücken. Dem Hölzchen darunter schmieren oder mit dem Finger. Finger ist mir jetzt ein bisschen zu dick. Muss ich mit dem Hölzchen machen. Auch hier ist wieder meine Devise: erst dran machen, dann schön machen. Der soll ja nachher nicht aussehen wie aus dem Kopf gewachsen. Da muss auf jeden Fall nachher noch eine Trennlinie hin. Aber erstmal muss der Hut ja halten. So. Ich noch einen verbraten hier so. Und nun kommt noch ein Schirmchen, das forme ich mir so aus der Hand. Ich habe bei unserem letzten Ausflug einen Mann gesehen, der hatte so eine Mütze auf und da ist mir aufgefallen, dass das Schirmchen ja ganz schön klein eigentlich ist. Ne? Also ich mache jetzt mal hier sowas wie einen Halbmond. So eine halbrunde Scheibe. Ne, wie so ein Halbmond, fahre hier mal mit dem Finger lang, dass das ein bisschen breiter wird. Das ist ja die Ansatzfläche. Und den mache ich mal Probe sitzen, ob das hält, ob das wohl hält. Muss ich ihn gut ein bisschen nach oben biegen. Oh, ich denke, das ist akzeptabel. Und das schmiere ich da jetzt ran. Aufreißen, immer das Gleiche, ne? Nass machen.
und ans Mien. Ich komme natürlich jetzt hier nicht mehr zwischen mit dem Hölzchen, mit dem Finger schon mal gleich gar nicht. Und deswegen lasse ich auch die Seiten so ein bisschen offen, dass die Luft da raus kann. Und mache es aber ganz ordentlich von oben fest. Ganz schön figelinsche Sache, ne? Muss ich mal meine Brille aufsetzen? Ich sehe ja hier überhaupt nichts. Also nicht gut genug. Jetzt mit dem ganz feinen Hölzchen da mal noch ein bisschen nachmodellieren. Das Mangaut jetzt. Und ich ziehe jetzt wieder ein paar Linien. Einmal mit dem ganzen Hölzchen, um das Schirmchen hier vom Hut abzugrenzen. Dann dieses Zwischenstück zum Deckel hin sozusagen. Ne? Hier nochmal, da hatte ich ja vorhin schon die Brille gedrückt. So, und dann muss ich natürlich hier auch noch, da das nicht so aussieht wie aus dem Kopf gewachsen. So. Und alle Popel mit dem Pinsel verschmieren. Kaschieren, glaube ich. So, jetzt hat er eine Mütze auf. Kommt noch ein bisschen Bewegung rein. Schirm verbiegen, Deckel verbiegen. Alles ein bisschen windschief machen. So, fertig. Pupillen rein. Kleine Augen, kleine Pupillen. Da nehme ich mal jetzt auch das Stäbchen und rühre aber noch ein bisschen um. Da die nicht so ganz lütt sind, ne? So, aber das liegt ja an jedem selbst, an jeder selbst, wie die Augen, wie groß die Pupillen und überhaupt wie groß und wie das überhaupt alles aussehen soll. So. Jetzt würde ich den Kopf mit dem Körper verbinden. Und dazu muss hier unten ein Loch natürlich rein. So, da gibt es für mich gibt es hier diesen Lochschneider. Ich setze mal nochmal auf. Jawohl. Also nicht genau mittig, sondern mehr so nach hinten. Einführen, drehen und wieder rausziehen. So. Gleich mal nass machen das Stück. Dann mit dem feuchten Finger ins Loch hier rein. Und das ein bisschen rausholen, dass das untenrum hier etwas runder wird. War eben noch so platt gedrückt. So. Und ums Loch herum reiß ich alles auf. Bitte wenden.
Jo. Und hier oben muss ich auch noch aufreißen. Bevor ich den Kopf jetzt rauf machen kann, ist mir gerade eingefallen, müsste ich ja noch zeigen, wie ich die Hände gestalte. Das macht sich nicht gut, wenn der Kopf drauf ist, denn kann das sein, dass der wieder abknickt und so, ne? Da muss man so doch aufpassen. Deswegen mache ich das jetzt mal mit den Händen. Also die Ärmel funktionieren ja so wie hier die Hose, ne? Und der kriegt jetzt einen Daumen. Den arbeite ich hier so aus. Mache erstmal so eine Kerbe rein. Biege hier kommen vier Finger hin. Drei, Entschuldigung, ich mache nur drei, so. Bieg die Finger so ein bisschen in die Richtung. Praktisch die Resthand. Dass der Daumen hier schön gebogen ist. So, wer damit jetzt schon genug hat, kann das natürlich auch gerne so lassen. So ganz vereinfacht. Und wer gerne Finger möchte, also man kann ihm auch Fausthandschuhe anziehen, ne? Geht ja auch. So, das muss man hier ein bisschen ausmodellieren mit viel Geduld und Spucke. So. Zwei Kerben ergeben drei Finger und ich möchte drei Finger haben, genau, also mache ich zwei Kerben. Drei Kerben würden vier Finger ergeben. So, ich möchte aber nur drei Finger haben. Deswegen zwei Kerben. So. Jetzt hat er schon mal eine schöne vierfingerige Hand. Und hier die Enden werden jetzt auch so schön abgerundet. Dass das richtig schöne Finger werden. Das kann man dann nach und nach ausarbeiten und wirklich erst aufhören, wenn es schön genug ist für euch. Nicht zack, zack, fertig, es sei denn, es soll so sein. Mit Hilfe eines kleinen Kreises, zum Beispiel von einem Trinkröhrchen, ach, die gibt es ja gar nicht mehr, oder ein aufgeschraubter Kugelschreiber, kann man hier schöne Fingernägel reindrücken. Jetzt ist das noch sehr feucht, da würde ich noch ein bisschen warten mit, da das nicht mehr ganz so nass ist, dann geht das viel sauberer. Wenn das sehr, sehr feucht und frisch modelliert ist, dann wird das so ein bisschen schmierig. Also lieber einen Moment warten, kann er schöne Fingerkuppen bekommen, Fingernägel. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, da ein bisschen das ruhen zu lassen, die Hand. Genau. Hier unten die Füße, die Schuhe kann man auch gestalten. Hier eine Sohle einzeichnen, ne, richtig rum oder eine dickere, wie ihr wollt. Die geht hier einmal rum. Und vorne vielleicht nur so eine Linie als so eine Art Stahlkappe. Ne? So, hier unten, also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache meins später, das dauert sonst hier zu lange. Ne? So, hier unten würde ich aber nochmal Löcher durch die Füße in Richtung Hose schieben. Zur Sicherheit. So, also Schuhe schön machen, Hände schön machen, Klamotten hier, Pullover hatte ich ja gesagt, vielleicht, ne? Ärmel und so weiter. Ich mache das alles später.
fertig und ich bringe jetzt hier den Kopf auf den Körper. Hab den Hals hier vorbereitet oder den Körperausgang sozusagen, den Kopf auch. Jetzt habe ich ihn abgestellt, deswegen muss ich noch mal ein bisschen nachziehen hier, dass es nicht so platt ist untenrum. So, der kommt jetzt hier rauf. Loch auf Loch. Und jetzt schön mit dem Hölzchen vom Kopf was in Richtung Hals schmieren und vom Hals was in Richtung Kopf schmieren. Und dann kommt wieder eine Sicherungswurst rum. Und die Sicherungswurst verschwindet natürlich, die wird unsichtbar. Und wenn da ein Kragen hin soll, kommt der extra ran. Erst ran machen, dann schön machen. Ich kann mich nur wiederholen. Schließlich soll es ja auch halten. So, muss ich das für euch mal ein bisschen ungünstig machen. Aber ich muss das ja auch gut sehen. Also immer vom Kopf was runterschmieren und ab und zu mal vom Körper hier was hochschmieren. Das so hin und her bewegen, um erstmal grob zu sichern. Dann kommt noch die Halswurst, die Sicherungswurst für den Hals. Die darf gerne jetzt etwas minimal größer sein als die, die wir unten hatten. Im Idealfall passt sie einmal rum. Also dicker, meine ich, ne? Nee, etwas dicker als die, die wir unten haben. Hatten schön weich und geschmeidig, ganz wichtig. Sonst schmieren wir da Beulen in den Kopf und Körper beim Verschmieren. Das soll sich gut verschmieren lassen mit wenig Druck. So, und mehr Wasser soll dann auch hier nicht angebracht werden, also deswegen muss die auch schön weich sein, dass die sich eben gut verschmieren lässt. Wenn ich jetzt hier ganz viel Wasser noch dazu packe, dann wird diese Verbindung zu lappig, zu weich und das dauert dann ewig und dann knickt der Hals ewig ab. Oh, schönes Bild. So, ich drücke es hier rein. Richtig schön mit dem Finger andrücken. So, jetzt hat er erstmal eine Halskrause. Und hier die halbe Wurst nach unten und die andere Hälfte nach oben. Jetzt hier überall mit dem Finger lang. Damit es schön glatt wird, dass die restlichen Beulen verschwinden. Finger oder Pinsel, der nicht zu nass sein sollte.
Wunderbar. Bevor jetzt der Bart rankommt, was so ziemlich das Letzte dann ist, also für den Film, ich mache natürlich nachher die Hand noch schön und die Klamotten und die Schuhe und sowas. Bevor der Bart rankommt, muss auf jeden Fall hier der Kragen ran, ne? Da kommt man ja nachher nicht mehr so gut an, ne? Hier so zwischen, ne? Also der muss jetzt erst gemacht werden. Und hier hinten habe ich noch Haare anmodelliert. Kann auch eine Glatze behalten. Wie ihr wollt. So, der Kragen ist hier wieder eine schöne weiche Wurst. Ich habe gar keinen Platz mehr hier zum Rollen. Ich mache den auch erstmal nur vorne rum schön. Da das erledigt ist, wenn der Bart nachher rankommt. Hintenrum kann ich später weitermachen. Also das Würstchen wieder nach unten verstreichen, dass der Pullover hier die Öffnung hat. Nach oben. Geht natürlich auch ein Hemdkragen oder V-Ausschnitt oder was euch so einfällt. Polohemd. Keine Ahnung. Was der gemeine Seemann so trägt, ne? Wahrscheinlich. Ein Seemann, glaube ich, würde eher ein Hemd tragen. Und das hier könnte auch ein Fischer sein, ne? Ein Fischerhemd. Ist auch ein Hemd. So. Meiner kriegt hier einen Strickpulli an, einen schönen lang, ist kalt. Ziehe ich hier eine Rille und mache hier so einen Strickkragen. Ist ja eine relativ einfache Sache, ne? So, nun kommt der Rauschebart, ne? Ich überlege gerade, ich hadere mit mir wegen dieser offenen Hand hier. Ich denke, das soll ich euch auch ganz kurz demonstrieren. Ihr müsst dann alleine dadurch. Also ich mache hier wieder den Daumen zuerst. Die Daumenrille. Aber danach kommt wirklich der Bart. Und der Daumen soll jetzt aber halten können. Also hier, ne? Also hier so. Ne? So, so, nee, so. Ne? Hier, den muss ich jetzt also weit abziehen vom Rest der Hand. Hier so ein bisschen die Finger auch noch gleich biegen und gleich mal so die Richtung vorgeben. Also ich würde es an eurer Stelle bevor der Kopf rankommt, machen, ne? Aber ich dachte, ich kann euch das ja jetzt auch nicht vorenthalten. Das ist ja hier so ein bisschen speziell auch mit dieser Hand, die etwas hält. So. Ich arbeite das hier aus mit dem Hölzchen, modelliere das zurecht, dass ich gebogene Finger habe und einen gebogenen Daumen. Und den kann er hier was reinkriegen.
in die Hand, wo er schön festhalten kann. Ne? Jetzt mal ein Loch reinpicken hier. In den Körper richtig rein. Ja, gibt gleich nochmal Halt. So, und je nachdem, was er da halten soll. Also eine Angel vielleicht. Oder eine Buddel. Oder ein Fisch. Euer Seemann, eure Entscheidung, dann kann man das hier richtig schön einfassen. Oder später reinstecken. Ich würde die Angel natürlich jetzt nicht modellieren, da würde ich ein Holzdings nehmen, die so reinstecken kann. Ne? Pinselhalter. So. Und ich habe hier was ganz Spezielles noch gefunden. Passt mal auf. Die kleinste Flasche der Welt, aus Schottland eingeflogen. Da ist Whisky drin, 40%. Das ist so klein, da kann ich gar nicht lesen, wie viel Milliliter hier drin sind. Und die könnte er jetzt auch festhalten. Die muss ich hier so anpassen. Und am besten mit trocknen lassen, mit ein bisschen Spiel, aber weil das ja schrumpft, ne? Oh, jetzt geht sie gar nicht mehr raus. Jetzt gibt er sie gar nicht mehr her, ne? So. Gerade eine Pulle in der Hand, ne? Vielleicht kann er auch die Zahnbürste halten, ist ganz egal. So. Jetzt kommt der Bart. Der hat es auch noch mal in sich, Leute, kann ich euch sagen. Ich muss ihn erstmal wieder zur Seite stellen hier, sonst kann ich nicht arbeiten. Du rückst schön die Flasche nachher wieder raus, Freundchen. Ne? Der Bart. Der kann länger oder kürzer sein, wie ihr wollt. Ich mache jetzt mal so einen kurzen Runden. Vielleicht. Es wird, wie es wird. Vielleicht gar nicht so ganz konkret vornehmen, sondern einfach machen. Erstmal ist es so ein Vanillekipferl, ungebogen. Ne? Das ist so die Ausgangsform für den Seemannsbart. Zwei spitze Enden und eine dicke Mitte. So, das biege ich jetzt. Ja. Und mach das hier im Innenkreis ein bisschen glatt. So. Und mach mal Probe. Jo, das passt doch gut. Das kann ich da auch da unten dran machen. Mit der Länge. Captain Brass, würde ich sagen, ne? Aufreißen. Komm mal her, Kumpel. Nass machen. So. Und schön über die Ohren hier nach oben bewegen. Und diese Kante hier auch verschwinden lassen. Das die Masse vom Bart so ein bisschen hochschieben. Zwischen Ohr und Auge. Und jetzt mit einem Hölzchen verbinden.
Topf immer gut festhalten, besonders wenn der Hals noch sehr weich ist, dass der hier nicht so abknickt. Ansonsten gerne noch ein bisschen warten. Es ist doch ganz schön was an Druck hier nötig, um das da ordentlich ranzuschmieren. So, das alles glätten. Außer Hand nehmen. So, wenn ich den jetzt umdrehe, ich halte hier hinten mit dem Finger das Köpfchen fest, dass das so schön auf der Hand liegt, ne? Da. Und kann jetzt hier von hinten den Bart auch noch anschmieren. Pinsel mal alles schön. Kriegt ja noch ein Oberlippenbart. Zwei ganz kleine Mini-Rübchen, schön weich. Eins. Und zwei. Die führe ich in der Mitte schon mal zusammen. Reiße die von hinten auf. Und unter der Nase reiße ich auch auf. Da kommt es hin. Direkt unter die Nase. Jo, da wird er auch noch schön festgeschmiert. Und wenn er schön festgeschmiert ist, dann wird der Bart schraffiert. Also richtig schön Struktur reinpinseln. Tiefer oder lockig oder gerade oder glatt oder wie ihr wollt. Euer Seemann, eure Entscheidung. Und jetzt gibt es noch den ganz kleinen Mundtrick. Der hat ja hier so einen Winkel im Oberlippenbart. Da gehe ich mit so einem Hölzchen rein, genau in den Winkel in die Mitte. Schieb das Hölzchen hier rein und ziehe das ein bisschen, hoppla, nicht so doll. Ein bisschen runter. Und wenn man nicht abrutscht, so wie ich eben, dann ergibt sich diese Unterlippe praktisch wie von selbst. Ich muss das mal hier richten. So, und wenn ihr das Loch hier durchpiekt, durch den Kopf, könnt ihr ihm später ja auch eine
Eine Pfeife einschieben. Eine Piep. So ungefähr. Jo, den säche ich mal, ne? Den säche ich mal so jetzt. Dat, wie das man verhüt. Hat ganz schön lange gedauert und das ist ja noch lange nicht fertig. Ich sitze ja jetzt hier mindestens noch eine Stunde und fummel den Rest zurecht. Und das macht ihr vielleicht auch, wenn ihr Lust habt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Ja, und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, ne? Viel Spaß und allzeit gute Fahrt, ne? Tschüss. Wir machen schöne Augen. Eine Schnute kaum zu glauben. Witzig, lässig und genial. Wir sind das Original aus Saal. Rakuritäten, Tederetäten. Rakuritäten, Tederetäten. Rakuritäten, Tederetäten. Rakuritäten.